Herzlich willkommen zu drei Fragen an Mareike Schumacher. Das hier ist ein Interview, das im Rahmen des Seminars Reading Machines von Professor Simon Mayer-Vieracker an der TU Dresden entsteht. Mein Name ist Robert Schuppe und wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Named Entity Recognition unterhalten. Dazu möchte ich zunächst einmal kurz Mareike Schumacher ein wenig vorstellen. Mareike Schumacher ist Literaturwissenschaftlerin und forscht und lehrt aktuell an der Universität Hamburg und promoviert zum Thema Orte und Räume im Roman und hat insbesondere auch einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der Digital Humanities, dabei mit einem Fokus auf Methoden des Distant Readings und arbeitet auch an dem Projekt Vortext mit, das den Untertitel trägt, Literatur digital erforschen. In diesem Zusammenhang hat sie auch zu dem Thema Named Entity Recognition publiziert, warum sie auch heute sozusagen als Gesprächspartnerin für uns hier ist. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heiße dich herzlich willkommen und freue mich auf das Gespräch. Hallo. Ja, guten Morgen. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Schön. Named Entity Recognition. Dabei geht es darum, dass Eigennamen in einem digital aufbereiteten Text automatisch erkannt und getaggt werden, idealerweise auch noch mit Unterkategorien, also sowas wie Person und Eigennamen. Und so viel vielleicht als kurze Einleitung für diejenigen, die gerade gar nicht von diesem englischen Begriff aus wissen, worum es geht. Und wir haben im Seminar abgestimmt drei Fragen, die uns besonders interessieren. Und die erste, mit der ich gerne einsteigen würde, ist eine methodische, wo es darum geht, inwiefern die Arbeit mit quantitativen Methoden, die zum Beispiel eben auch auf der Named Entity Recognition fußen können oder auch maschinellen Methoden insgesamt, ein methodisches Umdenken im Vergleich zu der ja doch im klassischen Sinne meist eher qualitativ hermeneutisch ausgelegten Literaturwissenschaft erfordert. Also im ersten Schritt gar nicht mal so ein großes Umdenken. Also es ist durchaus so, dass man ähnliche Fragestellungen, ähnliche Herangehensweisen findet in den quantitativen Literaturwissenschaften oder in den eher quantitativ ausgerichteten Literaturwissenschaften wie in den eher etwas traditioneller forschenden Bereichen der Literaturwissenschaft. Es kommt natürlich auf die Methode an, ne? Also es gibt natürlich Methoden, die sind einfach näher dran an dem traditionellen Herangehen und welche, die doch einen kleinen Perspektivwechsel erfordern. Und dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie weit man sich vom Text wegbewegt. Also in den eher traditionell ausgerichteten Literaturwissenschaften machen wir halt sehr viel Close-Reading-Verfahren, also gucken uns die Texte sehr genau an, manchmal Wort für Wort und beschreiben auch die Wörter sehr genau und interpretieren die sehr genau und arbeiten halt sehr nah am Text und dann eben an einer kleinen Textmenge. Das kann man ja auch digital machen. Also da fängt es ja schon an mit der digitalen Literaturwissenschaft. Und kann das dann eben auch quantitativ auswerten und mit quantitativen Ansätzen verbinden. Und dann kann man eben im nächsten Schritt überlegen, Mensch, das, was ich jetzt im Text hier markiert habe und so beschrieben oder interpretiert habe, könnte das eventuell auch ein Computer so für mich raussuchen, und meine Interpretation da unterstützen. Und dann sind wir eigentlich schon, beim maschinellen Lernen angekommen. So der Schritt ist dann relativ klein, sich das zu fragen. Und dann kann man es halt einfach mal ausprobieren und gucken, ja, welche Konzepte kann man dann vielleicht runterbrechen. Dann nimmt man natürlich erstmal die, von denen man das Gefühl hat, die sind schon relativ klar definiert und relativ klar umrissen, wie zum Beispiel das Figurenkonzept der Literaturwissenschaft oder eben Orte. Organisationen sind jetzt nicht so wichtig, aber das wären ja so zwei zentrale Kategorien für die Named Entity Recognition. Und dann ist man eben schon da, also von so einem erstmal gar nicht mal so anderen Ansatz hin zu einem komputationellen Ansatz oder einem komputationellen Denken auch, dass man halt anfängt, sich zu überlegen, wie bereite ich das so auf, dass der Computer das auch mit mir zusammen angucken könnte, ist der Schritt eigentlich gar nicht so groß. Jetzt wurde eben gerade schon zum Beispiel auf das Konzept der Figur wurde angesprochen. Nun ist es ja so, dass Figuren zum Beispiel nicht nur durch Eigennamen bezeichnet werden, sondern zum Beispiel auch durch Personalpronomina wieder aufgegriffen werden können. Wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, dass man beispielsweise maschinell gestützt bestimmte Figurenkonstellationen oder die Eigenschaften bestimmter Figuren in einem literarischen Text analysieren möchte, dann kommt ja man ja auch schnell auf die Idee, dass es ja optimalerweise interessant wäre, nicht nur eben deren Eigennamen auszuzeichnen, sondern zum Beispiel solche Wiederaufnahmen durch Pronomina beispielsweise. Da wären wir dann bei dem Thema, das allgemein so als Überschrift unter dem Namen Anaphora Resolution läuft, wo es genau darum geht, und vielleicht ein bisschen mit
ein Blick in die Zukunft, ich weiß es nicht, wollen wir gerne nachfragen, was gibt es denn so für Ansätze in diese Richtung? Gibt es da schon irgendetwas, ich sag mal, vielleicht nur am Horizont, dass so etwas auch digital gestützt und automatisiert möglich wäre? Also es gibt natürlich Programme, die das aufgreifen, also auch Annotationsprogramme, die, das muss man auch mal irgendwie ganz offen sagen, auch oft einfach aus der Linguistik kommen und dann eben auch linguistische Konzepte und so mitbringen und mit denen man das dann machen kann. Aber man muss schon sagen, dass in der Literaturwissenschaft oft noch ein Schritt zurückgegangen werden muss, weil wir halt erstmal die Konzepte, also gerade wenn wir eben Tools nehmen, die aus der Linguistik kommen, dann merken wir häufig, das ist eigentlich ein ähnliches Konzept, aber es ist nicht ganz das gleiche. Ne? Also ich habe schon gesagt, wir gucken uns halt Figuren an und in der Named Entity Recognition sind es klassischerweise Personen und Personen sind was anderes als literarische Figuren. Und dann haben wir auch noch unterschiedliche Gattungen. Das heißt, in einem Erzähltext wird das auch noch anders beschrieben als in einem Drama oder so. Da haben wir dann auch noch Unterschiede in der Gattung. Und dann sind wir manchmal doch schnell wieder weg von diesen Verfahren, die dann in der Computerlinguistik oft schon angewendet werden und erstmal dabei nochmal unsere Konzepte zu schärfen und eigentlich zu überlegen, was schauen wir uns denn da eigentlich genau an und was ist denn das Besondere? Und ich selber, ich bin in der Erzähltextanalyse ziemlich tief drin, das ist so meine Heimat, das mache ich am liebsten. Und da ist es eben auch so, man fängt an und denkt sich, ja, Personen und Figuren, das ist eigentlich ganz ähnlich und Namen spielen eine wichtige Rolle. Und wenn man dann eben die Tools anwendet, die da sind, dann stellt man nach und nach fest, dass das anders funktioniert. Also dass zum Beispiel Beschreibungen sehr viel wichtiger sind in Erzähltexten als die direkte Figurenansprache. Und manchmal kommt man dann wieder zurück und also jetzt zum Beispiel bin ich gerade in einem Projekt damit beschäftigt, Genderstereotype und Genderrollen automatisch herausfinden zu lassen und dann auch zu analysieren. Und da haben wir uns ganz lange Erzähltexte angeguckt und jetzt haben wir das mal auf Drama angewendet oder auf verschiedene Dramen. Und dann stellt man fest, in Dramen funktioniert es wieder fast ein bisschen ähnlicher wie bei so Texten, die sich die Linguistik anguckt, weil die Leute sich oft ansprechen. Und das machen sie dann halt doch wieder häufig mit Namen. Und dann kommt man wieder so ein bisschen zurück. Und es ist ganz viel von diesem konzeptionellen und konzeptuellen Abgleich, was da noch stattfindet und wo wir einfach auch noch nachschärfen müssen. Insofern sind da manchmal, also manchmal fängt man halt an mit diesen Tools und denkt, ja, so müsste das eigentlich funktionieren. Und dann geht man doch noch mal einen Schritt zurück, um da noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Insofern, weil wissen wir noch gar nicht so richtig, wo uns das hinführt. Also klar ist natürlich auch irgendwie ein bisschen austesten. Ich habe das jetzt schon erwähnt mit diesen Gender-Zuschreibungen zum Beispiel. Das ist, mache ich auch auf Basis von einem Named Entity Recognition Tool, wo man dann halt Unterkategorien noch dazu macht. Und so kommt man dann manchmal so ein bisschen durch das Ausprobieren dann auch vom Hundertsten ins Tausendste und dann guckt man sich halt unterschiedliche Textsorten an und wo uns das jetzt so genau hinführt, wissen wir vielleicht noch nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtbar. Also das kann schon sehr, sehr viel sichtbar machen, diese Tools einfach mal zu nutzen und auch mal die eigenen Konzepte zu hinterfragen und zu gucken, ja, was machen denn Computerlinguisten eigentlich, was haben die für ein Figurenverständnis, für ein Personenverständnis und wie kann uns das auch helfen, unser Figurenverständnis nochmal nachzuschärfen? Wenn ich da ganz kurz noch nachfragen darf, ist das dann eine methodische Frage, dieses, ich sag mal, Nachschärfen zum Thema, na, die Konzepte sind ähnlich, aber nicht ganz gleich, oder geht es da darum, die entsprechenden Tools, die entsprechenden Routinen, die ablaufen, also auf der technischen Seite entsprechend anzupassen? Ist das ein beides oder geht es da nur um eins von beiden? Ich würde sagen, es ist beides und auch sogar noch ein bisschen mehr. Also es geht sogar auch in die Theorien rein. Also dass wir uns halt erst, also dafür ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel das, was ich in meiner Doktorarbeit mache. Da gucke ich mir halt Orte an oder Räume als Kategorie und dann habe ich halt erstmal ein Modell aus der literaturwissenschaftlichen Theorie entworfen und geguckt, ja, was sind denn da überhaupt, was wird da alles unter Räumen verstanden aus literaturwissenschaftlicher Sicht und was kann man dann auch als Kategorien daraus holen quasi und dann eben Modell entwickelt. Und das dann mit diesem Named Entity Recognition Tool versucht zu operationalisieren, sodass eben Kategorien entstehen, die der Computer auch erkennen kann. Und wenn man sich das dann anguckt, was dabei rauskommt, also was der Computer gut erkennen kann und was er nicht so gut erkennen kann, dann hilft einem das eben auch zu überlegen, ja, liegt das vielleicht daran, dass die Kategorien, die ich ja eigentlich aus der literaturwissenschaftlichen Forschung rausgezogen habe, dass die noch nicht scharf genug sind, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren muss, dass ich vielleicht meine Definition anpassen muss. Und dass ich mein Modell letztendlich ja nochmal irgendwie nachschärfen muss. Und ich glaube darum, dass das alles miteinander verbunden ist. Also von der Theorie über die Methode
zum Tool und wieder zurück quasi. Ist das eigentlich ein, ja, eigentlich dieser hermeneutische Zirkel, in dem wir uns dann bewegen, in dem wir immer von dem Kleinen aufs Große kommen und letztendlich dann auch wieder zurück. Ah, okay, interessant. Also nicht nur von der Methode zur technischen Umsetzung, sondern auch andersrum. Okay, abschließend die dritte große Frage, auch wenn ich jetzt eine zweieinhalb zwischendurch gestellt habe. Da geht es mir darum, welche Anwendungsmöglichkeiten sich eventuell auch für die Named Entity Recognition außerhalb des wissenschaftlichen Kontexts ergeben. Und auf welche Weise diese Technologie potenziell auch unser Alltagsleben jenseits von Wissenschaft beeinflussen könnte. Das ist natürlich so ein bisschen aus literaturwissenschaftlicher Sicht so ein bisschen schwierig, da ranzukommen, was denn das im Alltag bringen könnte. Generell bei der digitalen Literaturwissenschaft gibt es natürlich schon beide Seiten, ne? Also wir nutzen die Methoden einerseits analytisch, aber es gibt eben auch Literaturschaffende und Künstler, die die Methoden einsetzen, um eben neue Werke zu schaffen. Also jetzt im Extremfall eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, wo man irgendwie neue Gedichte oder sowas dann auch schreiben lassen kann. Das ist so das Ende dieser Skala, die da stattfindet. Named Entity Recognition ist natürlich noch so ein bisschen, ja, also man könnte natürlich überlegen, wenn man jetzt selber Schriftsteller ist, sowas einzusetzen, jetzt auch gerade dieses Gender-Modell, das ich mit meiner Kollegin Marie Fü zusammen entwickelt habe, um sich selber zu prüfen, um selber zu schauen, ja, was benutze ich denn überhaupt für Stereotype? Will ich das als Autorin oder Autor und will ich da vielleicht nochmal rangehen und mir das genauer angucken. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen schwer, so aus meiner Sicht, aus dieser analytischen Sicht rauszukommen und zu sagen, ja, wie könnte ich denn jetzt irgendwie praktisch damit umgehen? Aber das wäre vielleicht so ein Fall, bei dem man sagen könnte, da kann man auch diese Technologien einsetzen. Das geht natürlich auch weiter, wenn man dann von der Identity Recognition ein bisschen weggeht, so in Richtung Story Generating Algorithms wieder, also wie man irgendwie Geschichten konstruieren kann. Dass man dann eben bestimmte doch irgendwie erzähltheoretische Konzepte letztendlich so umbaut, dass man irgendwie an diese kreative Arbeit rankommt oder diese kreative Arbeit auch mit ja mit digitalen Methoden unterstützen kann. Also das wäre natürlich alles so aus Literatur, Produktions- und literaturwissenschaftlicher Sicht jetzt vielleicht nicht so nah am Alltagsgeschehen dran, wie du dir das dachtest, aber vielleicht so eine Idee, was man damit machen könnte. Okay, sehr schön. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ich fand das sehr interessant. Eine Mischung aus, was ist gerade jetzt und was ist potenziell in Zukunft uns noch da, na, was noch auf uns wartet in diesem Bereich. Danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wie ihr euch das Video jetzt gerade anschaut. Und ich wünsche uns allen jetzt erstmal noch einen guten Start in das noch recht junge Jahr und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke auch ganz herzlich. Tschüss.